So, ich sitze hier mit Sebastian Nerz, dem frisch gewählten Kandidaten auf dem ersten Listenplatz der Piratenpartei Baden-Württemberg für die Bundestagswahl 2013. Hallo Sebastian. Hi. Wie fühlst du dich? Super eigentlich. Ich freue mich, dass ich jetzt gewählt wurde. Ich freue mich über das Vertrauen, auch weil ich ganz ehrlich zugeben muss, die anderen Kandidaten waren sehr, sehr gut. Und ja, von daher danke für das Vertrauen. Jetzt geht natürlich die Vorbereitung für den Wahlkampf los, kann man sagen, eigentlich im Prinzip ab jetzt, sobald die Liste fertiggestellt wird. Wie stellst du dir die Vorbereitung des Bundestagswahlkampfs vor? Mein Vorteil ist da, dass die Vorbereitungen schon lange vor diesem Tag angefangen haben. Ich bin im Bund für die Vorbereitung der Bundestagswahl zuständig. Das heißt, ich mache seit Monaten nichts anderes, als auf die Bundestagswahl hinzuarbeiten. Und von daher ist das jetzt ein gleitender Übergang, dass es jetzt eben noch ein bisschen persönlich konkreter wird, aber für die Arbeit an sich macht das wenig Unterschied. Wir müssen schauen, dass wir eine gute Kampagne schaffen. Wir müssen auch versuchen, als Partei ein bisschen nicht geordneter, aber erkennbarer zu werden. Dass man sieht, okay, die Landesverbände, 16 Landesverbände, die sich vielleicht unterschiedlich präsentieren, die gehören irgendwie noch zusammen. Das müssen wir mit einer etwas nicht zentraler erstellten, aber etwas erkennbareren, etwas zueinander passenderen Kampagne in allen Bereichen schaffen. Und vor allem müssen wir schauen, dass wir jetzt die Inhalte erstellen können, die wir brauchen für die Bundestagswahl. Wir treten ja mit 16 Landeslisten an. Von anderen Parteien kennt man das gerne, dass sie ihre Spitzenkandidaten haben und eine ganze Menge Mitläufer. Von den übrigen Kandidaten hört man meistens wenig. Wie stellst du dir das bei der Piratenpartei vor? Ich glaube, wir können nicht ganz darauf verzichten, dass einzelne Piraten etwas mehr in der Medienöffentlichkeit stehen, einfach weil die Medien so funktionieren, weil die meisten Anfragen sich doch auf einzelne Personen beziehen. Aber wenn wir es schaffen, möglichst viele Personen nach vorne zu bringen, öffentlich darzustellen, nicht nur einen Spitzenkandidaten zu haben, sondern das ganze Team zu präsentieren, das dann später in einer Fraktion sitzen würde. Ich glaube, damit wäre allen geholfen, weil auch alle gleichermaßen im Bundestag abstimmen müssen, im Bundestag arbeiten müssen. Welche thematischen Schwerpunkte setzt du dir für den Wahlkampf? Für mich persönlich ist das Innenpolitik. Ich sehe mich als Innenpolitiker und da möchte ich auch, wenn es irgendwie geht, weiterarbeiten. Das beginnt bei klassischen Piratenthemen, Bürgerrechte, Grundrechte, Menschenrechte, dass man Freiheit als einen Wert an sich in die Politik bringt. Also nicht etwas, das irgendwie als krude Grenze im Hintergrund steht und eingeschränkt werden kann, wenn man neue Sicherheitsbefugnisse braucht, sondern als einen Wert, den zu maximieren, sich tatsächlich lohnt. Dass man Freiheit, dass man Grundrechte wirklich in den Vordergrund stellen kann. Und daneben möchte ich, so langweilig das klingt, Gesetzgebungsprozesse thematisieren. Gesetzgebungsprozesse sind etwas unglaublich Tröges, etwas Langweiliges, etwas sehr Verwaltungslastiges, aber gleichzeitig der Bereich, in dem eigentlich die meiste Partizipation ermöglicht werden müsste, dass die Menschen sich da direkt einbringen können, nicht nur in eine Abstimmung am Ende, sondern im ganzen Prozess, den Prozess für die Diskussion öffnen, für die Mitbestimmung öffnen, so aufarbeiten, dass Menschen sich informieren können, dass sie Vorschläge machen können, dass sie Veränderungen erzielen können. Die Wahrscheinlichkeit ist ja durchaus da, dass du dann in den Bundestag einziehen wirst, als Listenplatz Erster in Baden-Württemberg. Wie stellst du dir dann die Fraktionsarbeit vor? Hast du da schon konkrete Vorstellungen, wie die Zusammenarbeit passieren wird? Weil wir sehen ja, wie jetzt unsere Landtagsfraktionen die Arbeit aufnehmen, wie sie ihre ersten Schritte machen, wie sie sich auch schon aktiv und konkret einbringen. Hast du da schon Vorstellungen und Pläne für unsere Bundestagsfraktion? Ich glaube, dass da kein einzelner Kandidat sich im Vorfeld zu viel überlegen sollte, weil diese ganzen Arbeitsprozesse, die müssen in der Gruppe erstellt werden, die muss die Fraktion dann für sich definieren und wenn da Einzelne zu sehr nach vorne preschen, das kann nur dafür sorgen, dass es Streit gibt, dass man sehr unterschiedliche Prozesse hat, die aufeinanderprallen und deshalb möchte ich da einfach dann, wenn absehbar ist, wer die zukünftige Fraktion stellen könnte, dass man da zusammenkommt, dass man dann versucht, gemeinsam Arbeitsprozesse zu definieren. Aber auch im Bundestag wird es so sein, dass man erstmal eine Fraktion aufbauen muss, dass man eine Fraktionsgeschäftsstelle aufbauen muss, dass man die Arbeit verteilen muss. Niemand kann alles bearbeiten. Und versucht das natürlich nach den Fähigkeiten, nach den Interessen der Fraktionsmitglieder zu verteilen, soweit es irgendwie möglich ist. Und dann möglichst schnell die Arbeit aufnimmt, möglichst schnell dafür sorgt, dass die einzelnen Fraktionsmitglieder in ihren Fachbereichen bereits anfangen können, sich einzubringen, sich einzuarbeiten.
Idealerweise sollten dafür natürlich alle Kandidaten sich vorher schon überlegt haben, welche Fachbereiche möchte ich, welche Fachbereiche kann ich, und da auch vorbereitet sein. Und wie beabsichtigst du es, die Bevölkerung und die Parteibasis in deine Arbeit im Bundestag mit einzubeziehen? Erstmal muss ein Abgeordneter sehr offen darüber reden, was er eigentlich gerade bearbeitet. Welche Gesetzesvorschläge, wo ist er vielleicht zuständig? Man muss dafür sorgen, dass jeder weiß, okay, wenn ich an die Piratenfraktion herantreten möchte und ich habe eine Frage zur Sportpolitik, dann wende ich mich an Abgeordneten A. Ich habe eine Frage zur Gesetzesinitiative, wie auch immer, dann wende ich mich an diesen Abgeordneten. Dann müssen wir Plattformen bieten, über die eine Beteiligung überhaupt möglich ist. Also einerseits die Information nach außen, wie ist der Stand, wo stehen wir, wo kann man sich einbringen. Andererseits aber auch dann wieder dieses Feedback einholen. Dieses Feedback ein bisschen zusammentragen, ein bisschen ordnen. Kein Abgeordneter kann alles aufnehmen. Also braucht man irgendwelche Prozesse, wie das Feedback gesammelt wird und dann an die zuständigen Abgeordneten weitergegeben werden kann. Und gleichzeitig muss jeder Abgeordnete durchs Land reisen, muss an Stammtische gehen, muss Sprechstunden zur Verfügung stellen, Bürgersprechstunden, nicht nur in seinem Wahlkreis, sondern auch darüber hinaus in dem ganzen Land, das er vertritt. Du bist ja auch Direktkandidat. Wie stark wird das in deinem Wahlkampf eine Rolle spielen? Das ist schwer zu sagen. Ich hoffe, wir werden in allen Wahlkreisen Direktkandidaten haben, sodass die Wahlkreisarbeit dann immer von diesen Direktkandidaten übernommen werden kann. Man muss dort als Ansprechpartner für die Bürger zur Verfügung stehen. Man muss zum Beispiel zu Festen gehen, man muss Sprechstunden anbieten, und das kann am besten der Kandidat, der vor Ort ist, weil er dann auch am ehesten erreichbar ist, weil er am längsten vor Ort sein kann. Aber ich glaube, dass jeder Kandidat, der auf die Landesliste kommt, durchs Land reisen muss, überall ansprechbar sein muss. Weil wir werden dann am Ende nicht 80 Abgeordnete im Bundestag haben, sondern es werden bei 5% sind es 4, bei 10% sind es 8 Abgeordnete. Und damit müssen auch diese potenziellen Abgeordneten sich überall im Land bekannt machen, mit den Menschen reden. Hast du an all unsere Piratenmitglieder noch eine konkrete Botschaft? Bringt euch ein. Die Piratenpartei ist eine Mitmachpartei. Eine Mitmachpartei funktioniert aber nur, wenn alle auch mitmachen. Das heißt, sich nicht zurücklehnen, nicht auf eine Mailingliste ranten, wenn man beleidigt ist, sondern einfach weiterarbeiten, inhaltlich einbringen. Jetzt ist der Moment, wo man tatsächlich Programme für die Bundestagswahl schreiben kann, wo man dann vielleicht die Politik für die nächsten 4 Jahre mitbestimmen kann, auf eine Art und Weise, auf eine Direktheit, die man später vielleicht nie wieder hat. Also jetzt einbringen, jetzt Inhalte mitdiskutieren, zu den Aufstellungsversammlungen gehen und einfach mitmachen. Ich glaube, das wäre das Beste, was derzeit ein Pirat seiner Partei tun kann. Vielen Dank. Gerne.